In der griechischen Mythologie versucht die Zauberin Kirke, den Odysseus zu verführen und verwandelt seine Schiffsmannschaft in Tiere. Damit verkörpert die Kirke mit ihrer starken und verführerischen Art das klassische Bild einer Femme fatale. In der Hamburger Kunsthalle beschäftigt sich von heute an eine Ausstellung kritisch mit diesem weiblichen Stereotyp in der Kunst. Die erotische Frau, die mit ihrem dämonischen Wesen Männer in den Bann zieht, oft mit fatalen Folgen. So sieht sie aus. Und so auch. Die Femme fatale, verführerisch, stark, gefährlich. Sie stoßen immer wieder auf diese Bilder. Die sind im 19. Jahrhundert sehr präsent und sie hängen meistens kontextlos an der Wand. Sie finden keine Erklärung, warum, wie kommt es zu diesem Motiv. Genau das will die Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle zeigen, mit etwa 200 Darstellungen der Femme fatale. Um einen einfachen Zugang zu ihnen zu bekommen, können Besucher und Besucherinnen mit einigen Bildern sogar chatten. Also es ist einfach ein Unterschied, ob ich mir einen Text durchlesen muss, und das hat ja eine gewisse Länge, oder ob ich eben in Kurznachrichten ganz kurze, prägnante Informationen über ein Gemälde kriege und vielleicht auch mal eine Person auf einem Gemälde fragen kann, was eigentlich das Lieblingsessen ist. Sie zum Beispiel, die schöne Helena, isst am liebsten Fleisch. Die Ausstellung eine Zeitreise, die deutlich macht, das Bild der Femme fatale hat sich gewandelt. In den 60er und 70er Jahren haben sich vor allem Künstlerinnen damit kritisch auseinandergesetzt. Danach verschwand die Figur immer mehr. Das ist einfach kein Frauentypus, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann. Das Modell hat ausgedehnt. Es steht für ein völlig überkommenes Geschlechtermodell. Die Femme fatale. Über Jahrhunderte war sie in der Kunst ein wichtiges Motiv. Nun ist sie im Museum gelandet.